Hallo, wir sind jetzt im zweiten Teil angelangt. Viele Menschen haben ja eine Schilddrüsenentzündung viele Jahre, oft schon ein halbes Leben lang. Und je länger dieser Prozess fortschreitet, das ist ja also was ganz Häufiges, das hat jede zweite Person vielleicht, dass es in bestimmten Phasen und Belastungssituationen des Lebens kleine Entzündungsschübe gibt. Die lassen dann je nach anderen Einflussfaktoren so kleine Entzündungsstraßen zurück, die dann abheilen, die auch vernarben können. Mitunter ist das Gewebe zerstört, dann kann ein bisschen eine Zyste entstehen, also so eine flüssigkeitsgefüllte Zone. Dann gibt es aber auch Gebiete, die einfach eine verminderte Gewebsdichte haben, weil die Entzündung sehr viel rausgelöst hat, so ähnlich wie bei einem Bergwerk sozusagen, beim Steinbruch, dass da einfach Gewebe auch abtransportiert wurde und nicht mehr neu gefüllt wurde. Das ist eine sehr diffuse Situation. Und die haben die meisten Menschen. Also nehmen wir mal an, Sie sind jetzt 50, dann, und Sie haben etwas diagnostiziert bekommen an der Schilddrüse, eine Entzündung oder einen Knoten, dann ist das ja in den allermeisten Fällen so eine komplexe Mischsituation, wo man sagt, das ist ein Zustand nach Entzündung, das ist jetzt so die ganz allgemeine Bezeichnung dafür, mit Narbenbildung. Und jetzt kommt es zu einer Situation, wo die Schilddrüse sich im Rahmen von Entzündungsschüben mit der Umgebung verklebt hat. Also eine normale, eine gesunde Schilddrüse, die hat eine kantige Querschnittsform, weil sie mehr oder minder, kann man das so sagen, von den umgebenden Muskeln immer so leicht abgeschliffen wird. Sie steht für sich und die Muskeln, die bewegen sich eben so, wie es gebraucht wird, wenn ich den Kopf drehe oder wenn ich schlucke oder so, da bewegt sich dort was, wenn ich spreche, ne? Mit dem Stimmapparat gibt es eine ganz intensive Verbindung der Schilddrüse. Und wenn Entzündungen jetzt immer wieder da waren, dann treten diese Entzündungen über die Schilddrüsenkapsel hinaus und verkleben auch die umgebenden Organe, also vor allem die Faszien dann, die auf den Muskeln drauf sind und die Muskeln selbst. Und in schwereren Fällen kann sich das blockartig so verbinden, dass Sie irgendwann mal im Ultraschall gar nicht mehr sagen können, was ist denn jetzt eigentlich noch Schilddrüsengewebe und was ist jetzt was anderes. Und diese komplexe Situation, für die brauchen wir jetzt eine Strategie, wenn Sie selbst massieren. Und die Strategie wäre die zu sagen, ich versuche Bindegewebsfasern, Narben, über einen längeren Zeitraum hinweg, ich spreche von Wochen oder Monaten, immer wieder zu dehnen, sodass sich diese Fasern verlängern. Und irgendeinmal kommt es dann auch erfahrungsgemäß zu einer Lösung der Schilddrüse von den Muskeln. Es ist ja ein Bedarf da, weil eben die Schilddrüse und die Muskeln ganz ein verschiedenes Leben haben. Es ist gut, wenn die räumlich getrennt sind und da kommt es ja auch immer wieder zum Ziehen, eben durch Bewegungen des Kopfes. Und diese Lösung müssen Sie erreichen. Wenn Sie es schaffen, dass die Schilddrüse wieder für sich alleine ist, dann funktioniert sie einfach viel besser, dann bildet sie wieder viel mehr Hormone. Und das ist das häufigste und schlimmste Therapiehindernis. Wenn ich sage, ich möchte die Schilddrüsenfunktion wiederherstellen, dann brauche ich eine für sich sein könnende, befreite Schilddrüse, die nicht dauernd mit Muskelbewegungen verzerrt wird. Denn diese Scher- und Querdehnungs Belastungen der Schilddrüse, wenn sie angeklebt ist, sind die, die eigentlich die häufigste Situation ist, dass ich einen Hormonersatz brauche, weil mir meine Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Also Sie wollen jetzt, wenn Sie sagen, meine Schilddrüsenentzündung besteht schon länger, selbst wenn da noch ein bisschen Entzündung dabei wäre, wollen wir vor allem Narben lösen. Und Narben lösen kann ich nur mit Querdehnung machen. Und jetzt ist einmal prinzipiell die Frage zu stellen, welche Öle verwende ich für die Massage? Und da haben wir wieder diese zwei wichtigen Angebote. Das wäre jetzt das Tyra-Wärmend von der Weltapotheke in Wien, das entzündungshemmend ist. Das ist eben ist viel von Sanddorn drinnen, ne? Das Fruchtfleisch und auch die Samen, aber auch andere durchblutungsfördernde, entzündungshemmende Öle, Rosmarin und so weiter. Und von der Apotheke Markt Greif gibt es den Schilddrüsendirektbalsam Nummer 3, wo auch eine große Mischung von verschiedensten ätherischen Ölen drinnen ist, die auch etwas entzündungshemmend, aber vor allem auch durchblutungsfördernd sind. Also die kann man beide verwenden. Das ist von einer ähnlichen Wirksamkeit. Natürlich bin ich immer sehr für die
Produkte der Weltapotheke, weil ich eben dort auch mitreden konnte und wir ja gemeinsam geplant haben in der Entwicklung, welche Öle nehmen wir rein, was sind die besten. Und da haben wir auch immer wieder ein bisschen gemischt, was kann man pharmakologisch nachweisen, was wäre aus der Naturheilkunde kommend interessant. Und da kommt man dann eben sehr stark auf rote Öle. Also wenn eine Pflanze ein rotes Öl bildet oder ein oranges oder ein gelbes Öl, dann wäre das auch durchblutungsfördernd, also wärmebildend. Und diese Wärmereaktion ist das, was Sie jetzt eigentlich wollen. Sie wollen ja, dass Zellen wieder nachwachsen. Und dafür muss die Durchblutung in dieser durch lange Entzündung geschwächten Schilddrüse zunehmen. Ich habe jetzt einfach mal eingestrichen. Zu viel Öl dürfen Sie nicht nehmen. Und interessanterweise haben Sie jetzt eine ziemlich ähnliche Bewegung wie bei der akuten Entzündung. Der riesige Unterschied ist der, bei einer akuten Entzündung massiere ich von innen nach außen, streiche sanft aus und möchte den Lymphfluss damit ins Laufen bringen. Bei der chronischen Massage übe ich ein bisschen mehr Druck aus, damit eine Scherbewegung zustande kommt. Aber im Grunde genommen möchte ich auch quer über die Muskulatur, die hier da sind, mit leichter Druckausübung das Gewebe verschieben. Also ich nehme möglichst viel von der Haut mit. Die Haut zerrt an der Unterhaut, die Unterhaut zerrt an den Faszien der Muskeln und durch Dehnung wird da mit der Zeit eine Lösung zustande kommen. Das wäre der erste Schritt, aber oft reicht das nicht. Und wenn das nicht reicht, dann müssen Sie jetzt mit zwei Händen reingehen. Das heißt, Sie haben jetzt, nehmen wir an, wir wollen jetzt mal meine rechte Seite massieren. Dann fühle ich ja hier unter dem Muskel meine Schilddrüse. Und diese Schilddrüse, die muss ich jetzt festhalten. Denn jetzt möchte ich, ja, da kommt man gar nicht so leicht hin, wenn man so wenig beweglich ist wie ich, aber glücklicherweise, die meisten Betroffenen sind Frauen und die sind ein bisschen beweglicher, nicht so ganz steif. Und die können dann relativ gut das so ziehen. Man könnte es auch so machen, dass man drüber greift. Aber also, das ist ein Griff, der aus der Schilddrüsenmassage kommt, den jemand macht, der jetzt hinter Ihnen sitzen würde und das tun würde. Aber Sie können es selbst machen, also hier festhalten und dann einfach nach oben ziehen, außen. Und Sie sehen schon, Sie ziehen eigentlich so auseinander. Sie wollen so, Sie wollen das lösen, Sie wollen die Schilddrüse von der Umgebung, die ja außen liegt, lösen. Und dann streichen Sie hier und dann probieren Sie hier hinunter zu streichen. Das geht eigentlich eher noch mit dem Daumen. Sie versuchen sozusagen ins Halsdreieck hinein zu streichen. So. Und das geht nicht so ganz leicht, aber wie gesagt, hier drauf und hier hoch, das schafft man ganz leicht. Wenn man hier in die Seite kommt, wird es schon ein bisschen schwerer. Je tiefer ich komme, desto schwieriger wird es bei der Selbstmassage. Aber es wäre eine wichtige Maßnahme. Und dann habe ich als zweites eine Situation, und das muss ich Ihnen versuchen mal zu zeigen. Und zwar, Sie kennen ja jetzt schon von meiner Beschreibung diesen Musculus sternocleidomastoideus, das ist der Hauptmuskel hier. Und dann gibt es hier im seitlichen Halsdreieck, ungefähr hier drinnen, gibt es den Musculus omohyoideus. Und der fährt interessanterweise, ich muss es vielleicht ein bisschen so zeigen, der läuft von hier an der Schilddrüse vorbei. Und das ist der, der bei Entzündungsprozessen am stärksten angeklebt ist. Und der muss jetzt gedehnt werden. Und wenn Sie es runterdehnen, dann macht das einen gewissen Stress. Es ist angenehmer, wenn Sie die Faszie des Muskels, also die Umhüllung, versuchen zu dehnen, Sie zu dehnen mit einer scherenden Bewegung, die nach oben geht. Und da wäre es eben gut, wenn Sie einfach mal bei sich hier drinnen suchen würden und wenn Sie dann einen harten Strang finden, dann nehmen Sie die Fingerkuppe vom Zeigefinger auf diesen Strang drauf und beginnen nach oben zu schieben, den Strang entlang, und zwar so mit einer scherenden Bewegung nach oben. Solange Sie den Strang spüren, dann können Sie wieder aufhören und dann schieben Sie wieder von unten ausgehend den Strang so nach oben. Und jetzt ist es ja noch so, wenn ich Sie jetzt gerade anschaue, weil ich mit Ihnen spreche, das ist nicht die beste Haltung, wo man die Schilddrüse macht, sondern es ist geschickt, wenn ich eine Vordehnung mache. Wenn ich den Kopf auf die Seite drehe, hier, dann ist ja das alles hier mehr gespannt. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier meine Schilddrüse gefasst, dann drehe ich den Kopf zur Seite
Und dann beginne ich hier mit scherenden Bewegungen die Muskeln und die Sehnen zu ziehen. Dann habe ich eine Vorspannung. Und diese Vorspannung ist besonders wichtig, wenn Sie jetzt hier in diesen kleinen Muskel hier hochzuschieben beginnen. Denn dann ist der Muskel vorgespannt, ist straffer und die Umhüllung kann dann besser mit einer scherenden Bewegung verlängert werden. Und Sie würden sozusagen wenigstens 10-mal diese Bewegung machen und nach außen. Und dann würden Sie noch 10-mal täglich hier so hochfahren. Und wenn Sie das ein paar Wochen machen, werden Sie sehen, dass hier vorne schon viel mehr Platz ist. Denn das muss man jetzt abschließend nochmal kurz ansprechen. Wenn ich hier die ganze Zeit eine Entzündung habe in der Schilddrüse und das blockiert mir jetzt hier vorne durch Verwachsungen diesen ganzen Bereich, dann habe ich viele Probleme. An der Stimme hört man das immer gleich, denn die ist dann viel weniger belastungsfähig, ist viel tonloser, ist es eben krächzt leichter, wird leichter befallen, wenn ich mal einen Infekt habe. Aber vor allem ist es hier vorne alles verkürzt. Und dieses Verkürzte führt zu einer Gegenreaktion hinten in der Muskulatur. Die Muskulatur ist dann immer verspannter und so gibt es bei vielen diese Ausbildung eines richtigen Blocks, wo man dann die gesamte Muskulatur und Sehnen des Halses und Nackens sehr stark zusammengezogen fühlt. Das kann sogar zur Drosselung der Blutzufuhr führen, zur Verschiebung von Wirbeln. Man hat häufiger Kopfbeschwerden, also Kopfweh, aber auch Denkstörungen, die viele berichten. Also das ist zum Teil dann hormonell bedingt, dass man da manche Hormone zu wenig hat, aber ein starker Effekt tritt durch diese Blockade auf. Das ist eine Art Minderdurchblutung, energetische Blockade, wo auch die drei Drüsen des Gehirns, die ja eigentlich die anderen Hormondrüsen anleiten sollen, auch nicht mehr so gut funktionieren, aber auch das Denken ist nicht so gut und es ist ein Gefühl des Benebeltseins oder der geminderten Präsenz. Es ist also nicht schön, wenn durch Entzündung und Verwachsungen hier insgesamt so ein hoher Muskeltonus entsteht. Und den zu lösen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und da kann ich zum Teil in der Selbstmassage auch noch was bewirken. Es gibt nämlich zwei Dinge hier. Das eine ist, ich kann hier vom Brustmuskel ausgehend einfach hier rein streichen und da ein bisschen mit Druck auch so eine Friktion machen, damit mir dieses Gewebe noch ein bisschen gedehnt wird, damit hier auch ein bisschen die Spannung nachlässt. Und dann gibt es den Mundboden. Ich kann hier immer wieder die Muskulatur mit den Fingern so ein bisschen dehnen. Denn das, was vorne so stark verspannt ist, verstärkt dann auch diese Auswirkungen nach hinten. Und wenn ich immer einen lockeren Mundboden habe, dann wird auch der Nacken nicht so fest werden. Gut, das wären für heute die Tipps, wie man bei schon länger bestehender, eher chronischer Schilddrüsenentzündung oder vielleicht sogar bei Verkürzungen nach einer Schilddrüsenentzündung auch gut mit Massage helfen kann. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und tschüss.